Ja, Papa, endlich fährst du mit mir Ski. Aber fahr vorsichtig. Ja, ich fahr vorsichtig. Hui, ich fahr Ski. Nein, aber... Wo bin ich? Wo bin ich? Haha, aber wir haben auf dich gewartet. Wer ist wir? Und warum wartet ihr auf mich? Haha, du wirst es schon merken. Komm mit, Aborg. Ich nehme dich in den Raum der, Chefin. Wo bin ich? Haha, Aborg, ich sag's dir. Herzlich willkommen im Himmel. Ich bin im Himmel? Nein, ich bin auf der Skipiste. Nein, Aborg, du hattest einen Unfall und jetzt bist du im Himmel. Meine Engel werden dir hier alles zeigen. Das geht jedem am Anfang so. Komm mit, Aborg, ich zeig dir dein neues Zimmer. Hier ist dein neues Schlafzimmer. Das ist mein neues Schlafzimmer? Ich bin verwirrt. Aber okay, der Raum sieht ganz gut aus. Das freut mich, Aborg. Und wenn du jetzt noch weiterläufst, dann kommst du in den Gemeinschaftsraum. Vielleicht triffst du da alte und neue Freunde. Okay. Ja, ich guck gleich mal nach. Gut, ich gehe jetzt wieder zur Engelschefin. Hey, Engelschefin, ich hab den neuen Ankömmling in sein Zimmer gebracht. Danke, lieber Engel. Haha, er ist verwirrt, genauso wie alle anderen Neuankömmlinge. Haha, das war ich auch am Anfang. Na, dann gehe ich mal in den anderen Raum und gucken. Aber Ock! Oma, bist du das? Ja, ich bin's, aber Ock! Ach, Omi, schön, dich wiederzusehen. Schön, auch dich wiederzusehen, Aborg. Aber du bist ein bisschen zu früh angekommen. Ist doch egal, hier geht's doch genauso weiter. Das stimmt, Aborg. Schön, dich zu sehen. Schön, auch dich wieder zu treffen. Ah, wo bin ich? Wo bin ich? Los, lauf! Genau, sieh zu, dass du Land gewinnst. Wo bin ich überhaupt? Ich diskutiere nicht. Peng. Und jetzt lauf. Peng. Aua, das tut weh. Und warum ist das so heiß hier? Ich war doch gerade noch auf der kalten Skipiste. Du bist so, ey, Mann, ey, hast du überhaupt einen Plan, was abgeht? Komm jetzt mit oder es gibt Ärger. So, wir müssen zur Chefin gehen. Hallo Chefin, wir haben einen Neuankömmling. Herzlich willkommen in der Hölle. Ich bin in der Hölle? Genau richtig. Du bist ein fleißiger Arbeitnehmer für immer und ewig. Und wenn du dich nicht richtig benimmst, dann gibt's Ärger. Und jetzt mitkommen. Das ist dein Schlafraum. So sieht das hier aus. Oh Mann. Dich kenne ich doch. Ich bin jetzt ein Mitbewohner. Du bist doch der Räuber, der den Laden ausgeraubt hat. Genau, der bin ich. Herzlich willkommen in der Hölle. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Hände hoch oder ich schieße. Das ist ein Überfall. Ich will alles Geld haben, was sie haben. Nein, 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 nein. Ich brauche das für meine Familie. Bitte nicht. Ich wiederhole mich nur ungern. Hände hoch oder setz was. Das ist ein Überfall. Gib mir dein Geld. Och Mann, hier, bitteschön. Ich habe wieder erfolgreich einen Raub gemacht. Oh, da ist ein Bengel. Wehe, du petzt das. Oh nein, das war ein Räuber. Geht es Ihnen gut? Verkäufer, geht es Ihnen gut? Meine ganzen Ersparnisse sind weg. Jetzt muss ich den Laden wahrscheinlich dicht machen. Oh Mann, ey. Das tut mir so leid für Sie. Danke. Omi, wen hast du da eigentlich in der Hand? Ja, das ist ein Baby. Das habe ich von einer Freundin ausgeliehen. Ich passe auf das Baby auf. Das ist ja super cool. Wollen wir zusammen was spielen? Ja, lass mal machen. Hier im Himmel kann man sich alles wünschen. Und darum wünsche ich mir jetzt Spielzeug. Juhu, da ist das Spielzeug. Hey, dann lass mal spielen. Ja, brumm, 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 brumm. Das war so viel Spaß, mit dem kleinen Auto zu spielen. Ey, im Himmel ist das mega cool. Ja, ich finde das hier auch echt toll. Wie das nur wäre, wenn ich in die Hölle gekommen wäre. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Los, ihr habt genug frei gehabt. Ihr müsst jetzt mitkommen. Jetzt gibt's wieder Aufräumdienst. Ja, ich komme. Was ist denn der Aufräumdienst? Stell keine Fragen, Peng, das wirst du noch lernen. Jetzt komm mit, ey, ich hab's, ey. Ich hab echt genug von den Neuankömmlingen hier, die können gar nichts. Und wer hat das Feuer hier ausgemacht? Das mach ich mal wieder schnell wieder an, sonst wird es viel zu kalt hier. So,
Du bekommst hier deinen Platz und jetzt sammeln wir alles auf und dann gibt's nix als Belohnung. Und warum soll ich das dann aufsammeln? Freundchen, ich rate dir eins, stell nicht so viele Fragen. So, ich geh jetzt weg, ey. Ein Neuankömmling. Ich würde dir raten, alles aufzusammeln und hier in den Einkaufswagen zu stellen. Sonst gibt's richtig Ärger von den Wärtern. Und das möchtest du nicht. Genau. Und außerdem köppen dir jeden Tag wieder alles aus, damit uns nicht langweilig wird. Wir müssen den ganzen Tag arbeiten und schuften in dieser Hitze. Und die köppen nachts einfach alles wieder aus. Und am nächsten Tag müssen wir wieder alles aufsammeln. Und das wird für immer und ewig so weitergehen. Warum das denn? Oh, das ist unfair. Ich gehe mich beschweren. Leute, habt ihr gehört? Er will sich beschweren. Ha, das will ich sehen. Der Letzte, der sich beschwert hat, ist nicht wiedergekommen. Ich hab gehört, da will sich jemand beschweren. Das ist bestimmt der Neuankömmling. Du willst dich beschweren? Mitkommen! So, dann frag mal hier bei der Chefin, ob du dich immer noch beschweren willst. Und deinen Zimmerkameraden, den nehmen wir auch hier direkt her. Dein Freund will sich beschweren. Willst du dich auch etwa beschweren? Hä? Nein, 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 ich will mich nicht beschweren. Tja, du wohnst mit ihm im selben Raum. Mitgehangen, mitgefangen. Macht euch bereit, gleich gibt's Ärger. Oh, Omi, das ist so toll hier. Es macht so viel Spaß hier oben. Ja, es ist wie ein einziges Paradies. Und wenn dir mal zu warm ist, dann ist hier direkt ein Pool. Tatsächlich, Oma. Du hast recht. Okay, dann springe ich mal in den Pool rein. Und hui, hüpf, yay. Arschbombe in den Pool gemacht. Oh, das ist so schön hier. Die Sonne scheint. Und ich habe hier noch ein Wasserspielzeug. Mega toll, Oma. Das macht so viel Spaß hier. Ja, es ist einfach nur cool hier. Das kannst du aber mal sowas von laut sagen, Oma. Ey, ich finde es echt schön, dass ich jetzt hier bei dir bin. Ja, und das Beste ist, Mama und Papa, die kommen bestimmt auch bald. Das glaube ich auch. Und darüber würde ich mich freuen. So, das habt ihr davon. Einer unter euch hat sich beschwert und jetzt gibt's Feuer für jeden. Wir fangen mit dir ganz links an. Los, spring ins Feuer. Aber ich will nicht, ich will nicht. Keine Widerworte. Peng. Aua, schon gut. Oh Mann, ich gehe ins Feuer. Ah, das tut weh. Du darfst jetzt weitergehen. Du hast deine Strafe abgesessen. Aua. Was läuft denn da jetzt ab? Bock, du bist daran schuld, weil du dich beschwert hast, weil du diskutieren wolltest. Oh Mann, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass es allen schlecht geht. Tja, aber das haben wir jetzt davon. Jetzt der Nächste. Aua, ich will nicht. Aua, aua. Das reicht. Oh Mann, ey, gut. Und jetzt der Nächste. Jetzt bin ich dran, oh Mann. Ah, ah, aua. Das reicht. Oh Mann, ey. Hol mal bitte Aberorg her. Ja, liebe Engelschefin, ich hole Aberorg her. Ich frage, ob er Zeit hat. La 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 la. Hey, Aberorg, na, hast du Zeit? Ja, worum geht's denn? Okay, wenn du Zeit hast, dann folg mir bitte zum Rat der Engel. Okay, mache ich. Ich bin sofort da. Gut. La 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 la. So, wir sind jetzt da, Aberorg. Liebe Engelschefin, was gibt's denn? Ach, ich mache mir nur Sorgen, ob sie hier gefällt oder nicht. Wie gefällt's dir hier, Aberorg? Es ist einfach mega gut hier. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich echt, ein Teil von euch zu sein. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ich hatte schon Angst, ein schlechter Gastgeber zu sein oder eine schlechte Gastgeberin. Dann fühl dich hier für immer und ewig wohl. Ja, ich werde mich für immer und ewig wohlfühlen. Es ist Essenzeit. Ich kann es kaum glauben, dass ich den Neuankömmling was zu essen bringe. Hey, Neuankömmling, hier ist dein Essen. Danke. Ich sterbe vor Hunger. Oh, danke. Und wo ist mein Essen? Das hier, was ich in der Hand halte, ist dein Essen. Eine leere Dose und eine leere Flasche Wasser. Beziehungsweise, da ist noch ein bisschen Dreck drin. Lass es dir schmecken. Das ist das, was ich essen muss? Oh, Mann. Bäh, da sind nur noch eklige Reste drin. Bäh, die sind auch vergammelt. Na. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Oh Mann. Wo bin ich? Haha, du bist im Krankenhaus, Aberorg. Du hattest einen kleinen Skiunfall und hast ein bisschen geschlafen. Gut, dass dir nichts passiert ist, Aberorg. Ja, zum Glück ist dir nichts passiert. Wow, ich hatte einen ganz, ganz komischen Traum. Den kannst du uns auf dem Weg nach Hause erzählen. Okay, mach ich.
Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Schau dir das Video auf der rechten Seite an. Und wenn du Roblox-Content magst, schau dir mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da ist mein Roblox-Hauptkanal verlinkt. Es würde mich echt freuen, wenn du da vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal und ciao!